Zur Situation jetzt in Salzburg. Wir hören seit mindestens 2 Wochen, wie angespannt die Situation ist. Viele Experten haben sehr, sehr oft nach einem Lockdown in Salzburg und Oberösterreich gerufen, haben gesagt, das geht nicht mehr, man muss handeln. Sie wollten diesen Lockdown nicht. Nun sagen Experten, es ist nicht nur spät, es ist zu spät. Bereuen Sie dieses Zögern und bereuen Sie, dass Sie nicht schon früher gehandelt haben, wenn Sie jetzt in die Krankenhäuser schauen? Aber es geht heute waren die Zahlen so dramatisch, dass wir die Notbremse ziehen mussten. Denn mit heute neuen Fällen von 2500 schlagen die natürlich mit Verzögerung im Krankenhaus auf, auch in den Intensivstationen. Und daher haben wir unser Ziel, die Leistungsfähigkeit der Krankenanstalten aufrechterhalten, mit dieser Entscheidung heute untermauert.